Ganz ehrlich, als ich das gelesen habe, dachte ich, das sei ein Witz. Und dann habe ich mir die Videos angeschaut und festgestellt, das ist wirklich passiert. Das Finanzministerium Baden-Württemberg hat Videos veröffentlicht, mit denen es die Bürger auffordert, in Deutschland die Steuererklärung abzugeben und keine Steuerhinterziehung zu machen. Dazu bildet es in den Videos einen Hamster ab. Dieser Hamster weint, weil er Angst hat vor der Steuererklärung. Der sitzt hinter Gittern wegen der Steuerhinterziehung. Und das Ganze wird in pseudo-niedlicher Babysprache eingeblendet vom Bundesfinanzministerium. Wir schauen uns heute zusammen an, was das Finanzministerium Baden-Württemberg da gemacht hat. Hallo, schön, dass Sie mit dabei sind. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin bei den pepperpapers.de, dem Shop für Rechtsdokumente und in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei TaxPro. Was hat das Finanzministerium in Baden-Württemberg da verbrochen? Die haben vor etwas mehr als einer Woche ihren TikTok-Kanal gestartet. Das haben sie auch ganz stolz verkündet. Und da haben sie die ersten Videos hochgeladen. Das sind die Hamster-Videos. Da wird allen Ernstes ein Hamster gezeigt. Soll das etwa der Steuerzahler sein? Das Hamsterrad haben sie aber vergessen. Dieser Hamster, der spricht in pseudo-niedlicher Babysprache, der spricht mit Einblendungen. Und diese Einblendung, ich muss sie Ihnen vorlesen, es ist wirklich unfassbar. Nix machi Steuererkläri, nix verstehi, nur Angsti. Nächste Einblendung: Arbeitnehmer kriegen im Schnitt 1.095 € Steuererstattung. Das soll die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland animieren, Steuererklärungen abzugeben. Das zweite Video auf TikTok ist noch viel schlimmer. Da ist der Hamster im Bett. Und die Einblendung lautet: Machi, meini, erst die Steuererkläri. Hoffentlich viel Geldi zurückbekommi. Zitat Ende. Vollkommen falsch. Nicht hoffen, sondern wissen bei der Steuererklärung, wie Sie Geld zurückbekommen. Natürlich hier mit den Tipps und Tricks bei uns auf dem Kanal rund um die Steuer- und Finanzamt. Das Video zeigt dann auch den Hamster hinter Gittern. Nochmal, der Hamster soll das wirklich allen Ernstes, liebes Finanzministerium Baden-Württemberg, der Steuerzahler sein? Hier ist die Einblendung. Zitat, ne? Dass Sie mich nicht falsch verstehen. Upsi, mit zwei I, Steuerhinterzieh, gemacht die. Ergi vom Finanzministi bekommi. Bitte lassen Sie mi rausi. Und wieder Zitat Ende. Schon wieder falsch. Ob Sie eine Steuererklärung gemacht haben, steht ja am Anfang noch gar nicht fest. Es geht um den Tatvorwurf der Steuerhinterziehung. Kleines, aber wichtiges Detail von mir als Steueranwältin dazu. Und Sie bekommen natürlich keinen Ärger mit dem Finanzministerium, sondern konkret mit dem Finanzamt, mit der Steuerfahndung genau gesagt. Und später dann auch mit der Staatsanwaltschaft. Genau das ist auch das Irreführende an diesem zweiten Video. Ich habe beide Videos, die das Finanzministerium Baden-Württemberg auf TikTok veröffentlicht hat, hier auch in der Videobeschreibung für Sie verlinkt, wenn Sie sich die anschauen wollen. Nochmal, liebes Finanzministerium in Baden-Württemberg, was wollen Sie denn damit suggerieren? Dass die deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler Hamster sind? Sie bilden die Hamster ab mit dieser verniedlichenden Sprache, die eigentlich eine kindische Sprache ist, weswegen die kritischen Stimmen zu den Videos nicht ganz zu Unrecht fragen, ob Sie die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland eigentlich für dumm verkaufen wollen. Glauben Sie, wir sind alle komplette Vollidioten mit dieser Sprache, die Sie da benutzen? Und schlimmer noch, Sie werfen ja auch Steuergeld damit zum Fenster raus. Natürlich, Sie haben, als dieser Vorwurf aufkam diese Woche, als erstes mal gesagt, nein, 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 das Ganze hat kein Steuergeld gekostet. Wortwörtlich, ich zitiere auch mal, sagt man beim Finanzministerium, nicht Bundesfinanzministerium in Baden-Württemberg. Wir haben niemanden zusätzlich dafür angestellt, sondern wir machen das on top. TikTok kostet uns keine zusätzlichen Mittel. Schon wieder falsch. Schauen Sie mal auf Ihre eigene Webseite. Da haben Sie Ihren TikTok-Kanal, den Sie am 10. April veröffentlicht haben, mit dem Sie online gegangen sind, groß promotet und beworben. Ja, und da sagen Sie, TikTok, das ist ja ein bisschen verdächtig. Das wird von einer chinesischen Firma betrieben.
Also mit dem Datenschutz, das könnte schon problematisch sein, zumal als Finanzministerium Baden-Württemberg. Und deswegen bekommen bei uns die TikTok-Mitarbeiter im Online-Team ein extra Diensthandy dafür, auf dem sonst keine Daten vorhanden sind, eben wegen China, und auch keine Dienst-E-Mails. Sie haben also, seien wir doch mal ehrlich, mindestens ein Diensthandy für Ihren TikTok-Kanal angeschafft. Okay, wir wollen ja mal nicht so sein, ne? Ein Diensthandy, vielleicht auch mehrere, so um die 1000 Euro, wenn es ein neues Handy ist, haben Sie zum Fenster rausgeworfen. Klar, das sind Peanuts, absolut. Aber verkaufen Sie mir doch bitte die Bürger in Deutschland nicht für dumm, indem Sie solche Videos veröffentlichen, sondern überlegen Sie mal, was eigentlich Ihr Job ist. Finanzministerium in Baden-Württemberg. Von Ihnen erwarten die Bürgerinnen und Bürger, dass Sie zusammenarbeiten mit dem nicht nur Finanzministerium, sondern auch mit dem Wirtschaftsministerium. Dass nämlich die Wirtschaft in Deutschland nicht noch weiter schrumpft, haben Sie die Zahlen gestern gesehen. Wir sind mit 0,2% beim Wirtschaftswachstum jetzt nah an der Null dran. Null bedeutet Stagnation. Haben Sie eigentlich mitbekommen, dass die Firmen aus Deutschland auswandern, die Arbeitsplätze auch gleich mit und damit die Steuern, für die Sie hier die Steuererklärung, die Leute animieren wollen mit Videos, ja, die auf jeden Fall nicht von einem Finanzministerium kommen sollten. Ich hoffe, das Video heute hat Sie vor allen Dingen beim Finanzministerium Baden-Württemberg etwas schlauer gemacht und wir sehen uns hier auf dem Kanal schon ganz bald wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Ciao.